Wenn Sie in einen Tatort kommen, dann sind die Leichen zwar schon weg, aber das Blut und teilweise auch das Körperfett ist noch da. Was tun Sie, damit die Bilder nicht zu nah an Sie rankommen? Also wenn wir direkt bei den Tatorten sind, haben wir zum Beispiel Bilder, die von den Verstorbenen halt vorhanden sind, die drehe ich in der Regel um. Wenn wir auf den Tischen noch irgendwie ein Portemonnaie liegen haben mit Ausweisen oder auch der Personalausweis irgendwie auf dem Tisch liegt, dann drehe ich solche Sachen in der Regel auch immer. So versuche Bilder, die zu diesen Menschen direkt dann dazugehören, zu den Verstorbenen, ja nicht an mich rankommen zu lassen, weil dann habe ich einen gesunden Abstand für mich selber von dem, was ich zu reinigen habe und zu dieser verstorbenen Person. Welche Geschichte ist Ihnen noch ganz besonders im Gedächtnis geblieben? Das war letztes, nee, vorletztes Jahr, vor 2 Jahren, das war der Mord der Amerikanerin in dem Hotel hier in Hamburg. Da wurde der Mord selber auch sehr explizit in den Medien eben halt auch breitgetreten, so dass das Bild von der Verstorbenen sehr häufig in der Presse vorhanden war. Und die Reinigung, die ich dann nachher gemacht habe in dem Hotel selber, in dem Badezimmer, da war halt eine sehr lange Locke von diesem Mädchen. Und diese Locke, ja, da stellt man sich dann in dem Moment halt schon vor, weil man dann in diesem Blutgeschehen drin gesessen, also wirklich drin gesessen hat. Wie muss dieses arme Mädchen sich innerhalb der letzten Lebensminuten gefühlt haben? Das sind so eine Sachen, weil ich dann eben halt das Bild habe und eben halt diese Locke, wo ich dann beides nicht unbedingt trennen kann. Zum Glück hat mich das nicht allzu lange verfolgt, dieser Fall, aber das war schon kritisch. Und was treibt Sie dennoch an, diesen Beruf auszuüben? Wir können den Menschen in ganz vielen, bei den meisten Fällen ist es eigentlich die schwerste Situation, die Angehörige plötzlich in ihrem Leben haben. Plötzlich ist einfach der Vater, der Sohn verstorben. Innerhalb von 1, 2 Tagen, vorgestern irgendwie noch ein Auto bestellt, haben abends noch gegrillt, irgendwie zusammen gegessen. Nächsten Tag ist derjenige einfach tot. Die sind in einer Situation, in der sie komplett überfordert sind. Wir können diesen Menschen innerhalb dieser schweren Stunde halt diese Arbeit abnehmen. Wir können den Hinterbliebenen solche Bilder gar nicht zulassen. Also ich versuche eigentlich den Hinterbliebenen immer dann auch zu empfehlen, nicht sich diese Bilder nochmal anzugucken, weil die haben dann entsprechende Gerüche in ihrem Kopf, ja, Kopf gespeichert und eben halt auch die letzten Bilder von diesem Verstorbenen. Und das sind Anblicke, die möchte ich eigentlich den Hinterbliebenen immer ersparen und versuche ich dann solche Sachen auch für mich selber dann halt in der Besichtigung alleine dann durchzuführen.